Colin Farrell ist mit seinem jüngeren Sohn Henry zur Premiere von The Penguin erscheinen. Sein älterer Sohn James blieb dem Event fern. Colin Farrell, 48, ist mit seinem Sohn Henry, 14, zur New Yorker Premiere der HBO-Serie The Penguin erschienen. Bei dem Event am Dienstag, 17. September, zeigte er sich erstmals seit den Oscars 2023 mit seinem jüngeren Nachwuchs auf einem roten Teppich. Vater und Sohn präsentierten sich in Anzügen. Für den Auftritt wählte der Schauspieler einen Nadelstreifenanzug in Schwarz, unter dem er ein weißes Hemd trug. Dazu kombinierte er eine schwarze Krawatte. Sein Sohn posierte in einem schwarzen Anzug und Hemd derselben Farbe neben seinem Vater für die Kameras. Auf den Fotos fielen dem Sohn von Colin Farrell und dessen Ex-Partnerin Alicia Bachelder-Kiouris, 41, einige Strähnen seiner Kurzhaarfrisur ins Gesicht. Colin Farrell ließ sich bei der gestrigen Premierenfeier zudem mit seinen Co-Stars der Dramaserie ablichten. Auf Fotos ist der Schauspieler unter anderem mit Christine Milioti, 39, und Renzi Felis, 26, zu sehen. Auch der erweiterte Cast, darunter Clancy Brown, 65, und Theo Rossi, 49, war bei dem Red Carpet-Auftritt anwesend. Zusammen feierten sie die am Freitag, 19. September, bevorstehende Premiere des Spin-offs von The Batman, 2022. In Deutschland soll sie ab dem 20. September auf Sky und dem Streamingdienst Wow zu sehen sein. Ältester Sohn von Farrell fehlte bei der Premiere. Im Gegensatz zu den Schauspielern und seinem Bruder war Colin Farrells älterer Sohn James, 21, nicht bei der Premierenfeier dabei. Anfang August sprach der Schauspieler erstmals ausführlich über die Erkrankung seines Sohns, den er gemeinsam mit seiner ehemaligen Partnerin, dem Model Kim Bodenhoff, 52, hat. Ihr Kind wurde mit dem genetisch bedingten Engelmann-Syndrom geboren, das mit Entwicklungsverzögerungen verbunden ist.